Hey, ich kann nicht reden wegen der Maske. Ich kann mein Gesicht wirklich gar nicht bewegen gerade. Überhaupt nicht. Ich muss dir gleich erstmal abwaschen. Ne, Mila? Bist auch ein bisschen müde, ne? Okay, meine Haut hat irgendwie die Maske diesmal nicht bombastisch gut aufgenommen, wo ich die jetzt schon mehrere Tage, also schon länger ausprobiert habe. Die Sonne ist gerade ein bisschen crazy, kommt raus und dann kommt wieder eine Wolke und dann ist sie wieder da. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier ultra rot gerade, obwohl ich die Maske nicht mal so genauso lange drauf hatte, wie sie eigentlich sollte, weil sie schon angetrocknet war. Naja, das wird schon wieder. Übrigens auch ganz kurz für die Leute, die im Titel gesehen haben, was es in diesem Video auch gibt. Nämlich ein What's on my phone. Falls ihr nur dafür gekommen seid und ihr wollt den restlichen Vlog gar nicht sehen, dann blende ich euch jetzt hier einmal die Nummer ein, also die Minute, wo das losgeht. Dann könnt ihr direkt dorthin skippen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee, wie ihr gesehen habt. Ich habe mir Kaffee gemacht und ihr habt vielleicht auch gesehen, ich habe so einen Sirup reingemacht. Das ist ein Sirup, den habe ich bei Rewe, glaube ich, gefunden. Das ist übrigens jetzt nicht bezahlt. Ich habe den selbst gekauft. Und das ist ein zuckerfreier Vanillesirup. Den gibt es auch in Karamell. Ich habe beide. Ich weiß noch nicht, welchen ich besser finde. Aber manchmal hat man so Bock auf was Süßes, finde ich, oder auf so einen typischen Starbucks-ähnlichen Kaffee. Und dann trinke ich den mit so einem Sirup. Und weil er zuckerfrei ist, geht er dann von den Kalorien her auch ganz gut. Ihr wisst ja, ich will mich ein bisschen mehr, also ich will ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten und einfach allgemein ein bisschen fitter werden. Erstmal meinen Kaffee und dann melde ich mich. So, kleiner Sprung, ich habe mich mittlerweile fertig gemacht, also meine Haare geföhnt ein bisschen und mich geschminkt. Ich werde jetzt gleich mal gucken, was Nils so sagt. Ich glaube, der war gestern ein bisschen länger wach, weil er noch bis voll spät gearbeitet hat und dann erst nach Hause gekommen ist und so. Ich habe dann aber schon geschlafen, also bin mir gar nicht sicher, wann er ins Bett gekommen ist. Aber ich werde jetzt gleich mal gucken, ob der langsam aufstehen möchte. So, Nils war mittlerweile jetzt auch mal wach und wir haben dann gemeinsam noch quasi spät gefrühstückt. Ich hatte extra vorher nicht wirklich was gegessen, damit wir dann gemeinsam frühstücken können. Und ich habe noch eine Neuigkeit für euch und zwar ist vor ein paar Tagen was angekommen. Und zwar ist das der Glossy Box All I Want Adventskalender und ich habe letztes Jahr den Adventskalender gesehen bei so vielen Leuten von Glossy Box und fand ihn so hammer, dass ich ihn unbedingt haben wollte und ich bin so froh, dass ich ihn dieses Jahr habe. Ich glaube, der wird einfach der absolute Hammer. Und ich habe da noch was für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Code MAGGIEXMAS, ich schreibe euch auch nochmal hier und auch nochmal in die Infobox hin, könnt ihr 40 Euro Rabatt auf den Kalender bekommen. Der hat nämlich einen Wert von über 400 Euro und wird für normale Nicht-Abonnenten von Glossybox quasi für 140 Euro verkauft. Mit meinem Code kriegt ihr ihn für 100 und bekommt dann quasi für 100 Euro einen Kalender mit dem Wert von über 400 Euro. Ich habe mir auch schon Teile von Unboxings angeguckt und da waren so geile Sachen dabei. Und letztes Jahr auch. Das ist jetzt übrigens keine bezahlte Kooperation. Die waren einfach so nett und haben mir einen Rabattcode für euch gegeben. Also könnt ihr den gerne nutzen, wenn ihr möchtet. Ich verlinke euch nochmal alles in der Infobox, was ihr irgendwie wissen müsst. Es gibt sicherlich schon Unboxings, da könnt ihr dann sicherlich auch nochmal vorbeischauen, um zu gucken, ob euch der gefällt, ob der sich für euch lohnt. Aber falls ja, nutzt gerne meinen Rabattcode. Ich nehme jetzt gerade mit Coco gemeinsam ein kleines Video auf, denn meine Managerin hat heute Geburtstag. Und ich wollte hier ein kleines, lustiges Happy Birthday Video schicken mit Coco zusammen. So, jetzt starten wir endlich mal mit dem What's on my phone Teil dieses Videos. Ich habe ja das neue iPhone XS Max mir geholt oder Max, wie auch immer. Und da wollten ganz, ganz viele dann ein What's on my phone sehen. Ja, dann beginnen wir mal. Das hier ist übrigens mein Hintergrundbild. Ich habe das selbst geschossen im Wald. Ich liebe das Foto. Und dann entsperre ich einfach mein Handy mit meinem Gesicht und dann geht es eigentlich los. Das hier ist so meine Home-Seite, meine Startseite quasi. Da sind so die wichtigsten Dinge drauf, auf die ich eigentlich mehrmals täglich zugreife oder Dinge, die ich häufig mal schnell kriegen, also auf die ich schnell zugreifen muss, wie zum Beispiel Rechner, ne? Da will man ja immer schnell drauf zugreifen. Und dann habe ich hier so Sachen wie Nachrichten, Kalender, ganz wichtig, benutze ich mehrmals täglich. Kamera benutze ich natürlich auch sehr oft, Fotos, Safari, meine Mailprogramme benutze ich auch wirklich oft. Und ja, App Store, sowas alles habe ich halt hier. Dann natürlich auch die wichtigsten Sachen für mich, YouTube, Pinterest, Snapchat, Twitter und Instagram. Die Dinge, auf die ich täglich quasi so zugreife. Ja, Twitter kennt ihr, Instagram kennt ihr auch. Da könnt ihr mir übrigens gerne mal folgen, da habe ich gerade ein neues Bild gepostet, wie ihr hier auch mal seht. Könnt ihr einmal gerne vorbeischauen, hier bei mir, wenn ihr möchtet. Übrigens wundert euch nicht, wenn ich manchmal so noch da gucke, weil da mache ich gerade die Aufnahme von meinem Handy. Ja, also folgt mir gerne auf Instagram. ja, und dann habe ich halt hier so wichtige Dinge, auf die ich häufig zugreife. Auch unsere Philips Hue App, weil wir halt Philips Hue Lampen haben und die kann man ja über die App steuern. Dann ganz unten in diesem Balken hier habe ich natürlich ganz wichtige
wichtige Dinge wie WhatsApp, Spotify, Studio und Wetter. Das sind Dinge, die ich sehr häufig benutze. Natürlich am häufigsten WhatsApp, dann Spotify. Da habe ich jetzt hier gerade Birthday-Lieder rausgesucht, weil ihr wisst ja, ich habe ja gerade meiner Managerin ein Geburtstagslied, also ein kleines Geburtstagshähnchen geschickt. Deshalb sind da gerade Geburtstagslieder offen. Ja, Spotify nutze ich häufig. Dann YouTube Studio. Da kann ich quasi Kommentare von euch beantworten, meine Videos verwalten, alles mögliche sowas in die Richtung machen. Außerdem meine Wetter-App, da benutze ich Wetter Online. Das ist einfach meine Lieblings-App. Übrigens ist nichts in diesem Video gesponsert, also hier kommt keine Markenkooperationen drin vor. Wie gesagt, Wetter Online, meine Eltern haben mal Wetter-Apps getestet und gemerkt, dass das eine der besten ist und seitdem benutze ich die auch und finde auch, dass sie sehr akkurat ist, also falls ihr auch eine Wetter-App sucht. Die iPhone-Wetter-App finde ich nämlich eigentlich immer nicht so gut, deshalb ja, gucke ich mir hier mal das Wetter an. Das mache ich auch eigentlich täglich, deshalb ist das auch dort unten. Wir kommen zur zweiten Seite. Da ist schon deutlich mehr los. Da habe ich hier oben einen Ordner, der heißt Games. Da habe ich so Sachen drin. Ehrlich gesagt, auch von denen benutze ich viele nicht mehr so häufig. Das sind einfach Spiele, die ich ab und zu mal gern verwende und die ich auch eine Zeit lang zum Beispiel super regelmäßig verwendet habe. Dann mein Ordner Fotos, da sind alle Fotobearbeitungs-Apps drin, die ich irgendwann jemals mal benutzt habe. Momentan benutze ich tatsächlich nur Lightroom und Facetune. Also Lightroom, hier ist zum Beispiel ein Vorher-Nachher, kann ich euch ja mal zeigen. Das ist vorher. Und das ist nachher. Das Foto habe ich vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Profil gesehen. Lightroom kann so viel, finde ich. Das hier ist quasi das komplett unbearbeitete Foto. Genauso wurde es mit dem Handy aufgenommen. Und das ist dann mit dem Filter, den ich momentan ganz gerne auf meinen Bildern benutze. Ich habe mir da mehrere Presets mal gekauft von zwei verschiedenen Leuten. Das Preset, was auf diesem Foto drauf ist, ist von einer Instagrammerin. Ich bin mir nicht sicher, was sie noch macht. Auf jeden Fall ist sie, glaube ich, nicht auf YouTube tätig, aber die heißt The Style Advisor, glaube ich, auf Instagram. Genau, von der habe ich mir einmal ein Preset-Pack geholt und da benutze ich eigentlich nur einen Filter draus momentan, wirklich nur den einen. Und der hier aber, den benutze ich auf ziemlich vielen Fotos, vor allem wenn die draußen geschossen wurden, weil die meiner Meinung nach einfach einen riesigen Unterschied machen. Und ja, hier habe ich, wie ihr seht, ganz, ganz viele meiner Bilder drin bearbeitet. Zum Beispiel hier, das hier habe ich noch nicht gepostet, also ist das quasi ein kleiner Sneak Peek. Das sah vorher so aus und nachher so. Ja, Lightroom, wie gesagt, meine Lieblings-App, dann halt Facetune, da mache ich ganz oft Dinge drin, wie zum Beispiel bei diesem Foto, wenn ich jetzt den Hintergrund ein bisschen aufhellen möchte, dann kann ich den quasi ein bisschen aufhellen, das mache ich jetzt natürlich gerade nur ein bisschen unordentlich, das kann man natürlich als ordentlicher machen, da seht ihr dann das Vorher, Nachher, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man jetzt sagt, man will die Wand ein bisschen weißer haben. Oder ich möchte, dass das Kissen ein bisschen pinker ist, dann kann ich das auch bearbeiten. Das ist jetzt, wie gesagt, alles nur unordentlich. Man kann das alles wesentlich ordentlicher machen, dass es auch wesentlich besser aussieht. Aber vieles ist halt damit einfach möglich. Und wie ihr hier unten seht, es geht wirklich nicht nur um irgendwie Sachen verschieben oder irgendwie sowas. Man kann zum Beispiel auch überlagern, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Coco hier rausnehmen und irgendwo hier oben nochmal reinsetzen. Das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel. Das geht bei anderen Sachen noch besser. Aber zum Beispiel das könnte man auch machen. Ja, die restlichen Fotobearbeitungs-Apps habe ich mir irgendwann mal runtergeladen und vielleicht ab und zu mal benutzt. Aber sonst benutze ich die eigentlich momentan gar nicht. Finanzwesen, ja, da habe ich meine Bank-Apps drin, ganz klassisch. Spiele, das sind jetzt andere Art von Spiele, das sind diese ganzen Spiele, die so ein bisschen was mit Episode-Rollenspiele, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber Rollenspiele zu tun haben. Da spiele ich momentan tatsächlich am allerliebsten My Café. Wie gesagt, kein, nicht gesponsert, überhaupt gar nicht. Ich nicht mal, bin nicht mal irgendwie in Kontakt mit denen oder so. Ich habe mir das mal runtergeladen, weil das überall irgendwie zu sehen war und ich habe das dann angefangen zu spielen und momentan bin ich ultrasüchtig danach, ist ganz schlimm. Ja, dann habe ich hier Kamera Connect von Canon. Damit kann ich mich mit meiner Vlogging-Kamera hier verbinden und mir die Sachen aufs Handy ziehen. Reisen, da sind alles Mögliche zum Reisen drin. Einen Übersetzer habe ich hier auch, das habe ich in der Schulzeit vor allem häufig benutzt. Skype benutze ich tatsächlich nicht mehr so oft. eBay-Kleinanzeigen, auch ganz wichtig, benutze ich auch häufiger mal, gucke ich öfters mal rein. Dann natürlich meine drei, Streaming-Portale, Netflix, Maxdome, Amazon Prime. Hier ist jetzt Netflix zum Beispiel. Natürlich Telefon, meine Oral-B-App zum Zähneputzen, Pokémon Go, auch ganz, ganz wichtig. Ja, eine Zeit lang habe ich Pokémon Go super doll gesuchtet und naja, jetzt zum Glück nicht mehr so schlimm. Meine Mutter aber übrigens immer noch, deshalb mache ich manchmal noch bei ihr so ein bisschen mit, wir spielen manchmal noch zusammen. Dann habe ich hier Amazon benutze ich
auch fast jeden Tag gefühlt. Amazon ist einfach, ja, benutze ich einfach sehr häufig und generell habe ich auf dieser Seite hier alles, was ich so täglich benutze, aber vielleicht nicht so super oft am Tag, so wie diese ganzen Sachen. Und ja, genau, dann habe ich hier auch Immobilien-Scout drin für Wohnungssuche, wenn man mal wieder ein bisschen reingucken möchte. Ich gucke da regelmäßig einfach mal rein, auch aus Interesse, weil ich das einfach, das Thema Wohnungen einfach echt cool finde. Mit dem DB-Navigator gucke ich meine Bahnverbindungen an. Clue habe ich und Flo habe ich. Die teste ich momentan beide noch ein bisschen aus und schaue, ja, welche mir besser gefällt von den beiden Apps für, ja, Menstruations-App quasi, Tageplanung. Und ja, hier könnt ihr quasi sehen, was bei mir gerade so abgeht. Nee, aber ja, ich versuche das einfach momentan, weil, wie viele von euch ja wissen, ich habe die Pille abgesetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten. Und ja, jetzt muss ich natürlich meinen Zyklus ein bisschen genauer tracken, um einfach auch ein bisschen Plan zu haben, wann ich mit was ungefähr rechnen muss. Dann habe ich hier ein Vodafone, da kann ich gucken, wie viel Datenvolumen ich noch habe. Payback und PayPal. PayPal ist super, super, super wichtig. PayPal ist das Beste, was es gibt. Payback-Punkte sammle ich auch, deshalb ist es auch hier. Und Livesum ist auch so eine App, da kann man ganz gut so, klar, seine Kalorien tracken. Ich habe jetzt hier irgendwie so eine klassische Diät eingestellt. Ich benutze das aber nicht täglich. Eine Zeit lang habe ich das mal gemacht, aber da kann man auch, finde ich, ganz gut einfach mal so Sachen scannen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Mittagessen irgendwas will, ja, dann scanne ich hier so einen Barcode. Wenn ich jetzt hier einen hätte, dann könnte ich den scannen und dann sagt er mir quasi, wie die Nährwerte von dem Lebensmittel sind, beziehungsweise wie viel Kalorien das hat und so weiter. Hier hinten habe ich meine restlichen Apps quasi, Dinge, die ich nicht täglich benutze, aber dennoch benutze ab und zu mal, teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger. Zum Beispiel habe ich hier oben einen Ordner, da sind diese ganzen iPhone-Dinger drin, die niemand benutzt. Wenn ihr wisst, was ich meine, wenn ihr auch ein iPhone habt, dann wisst ihr es vielleicht. Ja, das sind alles Dinge, die ich sehr selten benutze. Manchmal gucke ich bei Health mal so rein. Bei Sport habe ich mehrere verschiedene Apps drin, die ich alle mal ausgetestet habe. Eat Smarter ist auch was mir oft von euch empfohlen wurde. Da kann man echt viele Rezepte so sehen und aussuchen und da gucke ich ab und zu mal rein, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich irgendwie kochen soll. Hier kann ich mir Kürbisrezepte angucken, so ungefähr. Also dafür benutze ich die App am meisten. Und Chefkoch, da habe ich meine Lieblingsrezepte gespeichert unter meinen Chefkoch. Und Dinge, die ich immer mal wieder koche oder die ich mal gefunden habe, richtig gut fand und deshalb wieder finden möchte, schnell. Und da gucke ich auch öfters mal so rein allgemein für Rezepte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendwas mit Wassermelone machen, was jetzt überhaupt nicht die Saison ist. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf komme. Dann würde ich das zum Beispiel eingeben und ja, dann würde ich hier irgendwie Rezepte finden. Ja, dann habe ich hier so einen Ordner mit so McDonald's, Burger King, Foodora und Lieferheld drin. Außerdem habe ich hier so einen Ordner, den habe ich mit Schleife benannt, weiß nicht genau warum, aber da sind auch so ein paar Shopping-Apps drin, aber auch so mehr so in die Richtung Mode und Make-up und so. Also zum Beispiel Spock, wo man ja Sachen verkaufen kann. 21 Buttons finde ich auch cool. Am liebsten gucke ich da bei meiner lieben Jana vorbei, also folgt ihr dort gerne, falls ihr das auch benutzt. Die hat immer mega die geilen Outfits, ey, ich liebe ihren Style total. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir da mal ein Profil mache. Wenn ihr darauf Lust hättet, könnt ihr mir das ja gerne mal sagen. Dann habe ich hier die Douglas-App, Deal Bunny, da kann man so Deals shoppen, kennt ihr vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Glamour Shopping Week, die App, weil ich die auch immer sehr gerne nutze, die Glamour Shopping Week, und deshalb die App immer gar nicht lösche zwischendurch. Und Groupon finde ich auch echt cool. Ich glaube, das ist auch sowas, was mittlerweile auch jeder kennt. Damals, als ich es mir runtergeladen habe, dachte ich, ist ja voll der Geheimtipp. Dann habe ich hier Social Belt, da gucke ich ab und zu mal rein, aber versuche ich nicht zu oft zu machen, da kann man ja so ein bisschen seine Zahlen checken. Und dann habe ich Canon Print für meinen Drucker, Sprocket, die Sprocket-App für mein HP Sprocket, damit ich da Fotos ausdrucken kann. Six habe ich hier auch, da gucke ich selten rein, aber manchmal kann man da mal so ein bisschen reinschauen und manchmal kann man da auch, glaube ich, ein bisschen TV schauen über die App, bin ich mir aber nicht ganz sicher. My Taxi benutzt man auch ab und zu, wenn ich in anderen Städten bin. Ja, Fliegen, da habe ich so alle möglichen Reisesachen, was Fliegen und auch Uber habe ich da drin betreffen, weil ich Uber halt nur im Ausland nutze. Shazam habe ich auch noch, habe ich früher öfter benutzt als heute, aber will ich irgendwie nicht löschen, weil ich immer denke, irgendwann kommt dann so ein Lied und dann denke ich so, hättest du es mal nicht gelöscht? Facebook ist hier ganz hinten, weil ich Facebook fast gar nicht mehr benutze, also eigentlich gar nicht mehr. Ich gucke da vielleicht einmal alle 3 Monate oder so zufällig rein und sehe dann so 10 verschiedene Benachrichtigungen von Freunden, die mich irgendwo markiert haben oder so. Und denke so, oh, sorry Leute, ich habe nicht vorbeigeschaut. Facebook mache ich aber echt fast gar nicht mehr. Auch der Messenger, den habe ich nur noch runtergeladen für, wenn ich mal irgendwen erreichen muss, der vielleicht aus irgendeinem Grund nur auf Facebook ist oder so. Und dann habe ich hier noch TikTok.
ihr kennt es vielleicht, also ihr kennt es wahrscheinlich, es war ja mal Musical.ly, keine Ahnung, warum es jetzt TikTok ist. Ich habe gehört, es wurde irgendwie aufgekauft oder so. Aber das benutze ich auch so gut wie gar nicht. Irgendwie, ich bin da nie so richtig reingekommen. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Leute das machen, nur es ist einfach nicht so meins, glaube ich. Ich habe mal ein paar TikToks irgendwann hochgeladen, aber das war einfach auch nur so just for fun. Und irgendwie kann ich mich da nicht so richtig reinfühlen. Vielleicht aber irgendwann mal, wer weiß. Ja, das waren wie gesagt so alle Apps, die momentan auf meinem Handy sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht so super langweilig. Ich habe das Gefühl, ich bin da relativ schnell durch. Ich habe aber auch nicht so viele Apps, würde ich sagen. Und ich benutze auch nicht so viele Apps täglich oder sehr häufig. Wie gesagt, die Lieblings-Apps sind so die klassischen Instagram und so. Momentan das Lieblingsspiel ist My Café und meine Bearbeitungs-Apps habe ich euch ja auch einmal gezeigt. Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder zum Beispiel irgendwelche Empfehlungen, was für Spiele ihr super gern spielt, was ihr glaubt, was mir vielleicht auch gefallen würde oder so, dann könnt ihr mir das natürlich gerne sagen. Sonst hoffe ich, dass dieser kleine Abschnitt dieses What's on my phone euch gefallen hat. Morgen! Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr fandet das What's on my phone ganz cool. Schreibt mir auch gerne noch andere Videowünsche in die Kommentare, wenn ihr solche habt. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!